Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute werden wir uns den Lupfer anschauen, einer der effektivsten Möglichkeiten in FIFA 22 Tore erzielen zu können, gerade auch weil sehr viele Gegenspieler von euch mit dem Torwart rausrennen werden oder auch generell, falls ihr beispielsweise nach einer misslungenen Ecke viele Verteidiger im Strafraum habt und euer Schuss aufs Tor sowieso durch Autoblocks geblockt wird, könnt ihr den Lupfer benutzen, um, wie gesagt, den Torwart auf jeden Fall auszuspielen und ein Tor erzielen zu können. Wie funktioniert der Lupfer? Wie übt man ihn aus? Ganz einfach, mit der Kreistaste schießt ihr natürlich den Ball einfach nur aufs Tor. Wichtig zu beachten ist, dass ihr beim Lupfer einfach nur die L1-Taste hier vorne, die vordere Taste, beim Schießen gedrückt halten müsst. Gedrückt halten und dann schießen. Dann lupft der Spieler auch den Ball. Kleine Anmerkung hier, beziehungsweise kleiner Tipp. In den vorigen FIFA-Teilen war es so, dass ihr gar nicht viel Schussstärke brauchtet, um einen guten Lupfer ausüben zu können. In diesem FIFA ist es ein wenig anders. Erfahrungsgemäß müsst ihr da auf jeden Fall ein wenig mehr Schusskraft ausüben als in den vorigen FIFA-Teilen. Ich würde euch so beispielsweise, wenn ihr wirklich vor dem Torwart steht, zwei Schussbalken empfehlen. Dann müsste der Ball auf jeden Fall auch reingehen. Nichtsdestotrotz könnt ihr das natürlich auch in der Trainingsarena üben. Ich würde nicht immer direkt über den Torwart lupfen, sondern wirklich mir die meist auch längere Ecke aussuchen, um dann den Ball dahin zu lupfen, damit der Ball auch wirklich, wie gesagt, meist reingeht. Hier in dem Beispiel in der Trainingsarena ist es natürlich ein wenig unglücklich, weil der Torwart natürlich wirklich direkt vorm Tor steht. Im Spiel allerdings, gerade auch wenn euer Gegner den Torwart bewegt, ist es so, dass der Torwart da auf jeden Fall bei den Lupferschüssen keine Chance hat. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch kurz die In-Game-Beispiele an, um euch zu zeigen, wie so ein Lupfer In-Game aussieht. Nun zu den In-Game-Beispielen hier, wie man schnell Tore abschließt, gute Abschlüsse in FIFA 22 macht. Hier seht ihr es auch direkt. Wichtig vorab, wenn ihr 1 gegen 1 gegen den Torwart steht, könnt ihr natürlich euch nebenher skillen oder wie hier in den Beispielen über den Torwart lupfen. Wichtig ist, wie gesagt, dass ich mir wirklich die längere Ecke aussuche und nicht stumpf über den Torwart lupfe. Könnt ihr natürlich auch machen, ist aber nicht so effektiv in FIFA 22 wie in den vorigen Teilen, weil der Keeper da auf jeden Fall viel besser ist, um den Ball dann wirklich noch zu verteidigen oder wie gesagt, da noch dran zu kommen. Hier sehen wir es auch, wie hoch Donnarumma eigentlich springt. Wenn ich den Ball wirklich über Donnarumma versucht hätte zu lupfen, hätte er den definitiv bekommen. Hier dann mit Leroy Sané auch wieder ins lange Eck. Hier seht ihr auch, wenn ihr wirklich den Ball gut dosiert mit der Schussstärke und dann wirklich einen guten Bogen trefft, ist es so, dass die meisten Torhüter, hier auch im Beispiel Manuel Neuer, sich wirklich unglücklich anstellen und den Ball dann natürlich nicht halten. Hier sehen wir es auch, er hat den Arm nicht mal wirklich komplett rausgestreckt, weil, wie gesagt, das Spiel dann wirklich schon denkt, das ist ein sicheres Tor. Hier dann auch, falls der Gegner wirklich weit rauskommt, ihr müsst natürlich auch die Schussstärke dosieren können. Das könnt ihr natürlich in der Trainingsarena üben. Aber wie gesagt, so viel zum Thema. Ihr bekommt auf jeden Fall bessere Abschlüsse damit hin. Übt es auf jeden Fall. Viel Spaß beim Üben. Haut rein, meine lieben Freunde. Und Peace.